Hallo ihr Lieben, ich habe es mir hier heute mal vorm Kamin gemütlich gemacht, weil es hier echt am allerwärmsten ist. Und wir sprechen heute einfach mal ganz gemütlich über Weihnachtsbäume, über Kerzen und auch über Geschenkpapier. Also alle Dinge, die so zum Advent und zu Weihnachten gehören. Ich habe hier auch einen Tee, also schnappt euch gerne auch was Warmes zu trinken, macht es euch gemütlich. Und ja, ich hoffe, ich kann euch was Neues erzählen. Fangen wir mal an mit Weihnachtsbäumen. Keine Sorge, niemand will euch euren Weihnachtsbaum wegnehmen oder euch den schlecht reden. Ich bin aber ein Fan davon, dass wir Informationen teilen und dann jeder Mensch da entscheiden kann, was er mit den Informationen macht. Aber wenn man die nicht hat, ist einfach blöd. Deswegen, also, von den Weihnachtsbäumen, die in Deutschland verkauft werden, das sind tatsächlich 28 Millionen im Jahr, kommen nur noch 15% wirklich aus Waldbetrieben. Die meisten anderen kommen von irgendwelchen Plantagen und die müssen auch gar nicht in Deutschland sein. Das kann auch in Tschechien, Österreich, Ungarn oder den Niederlanden sein. Und auf diesen Plantagen werden viele Pestizide eingesetzt, von denen ihr dann natürlich auch Spuren euch mit ins Wohnzimmer holt. Das ist aber meistens nicht das Tragische, sondern eher der Einsatz an sich und die Belastung für die Tiere, den Boden und das Gewässer vor Ort. Du kannst dir aber natürlich trotzdem einen echten Weihnachtsbaum kaufen. Es gibt ein paar Dinge, auf die man achten kann, wie zum Beispiel, dass man zertifizierte Biobäume kauft oder auch regionale Bäume, die dann auch wirklich ein regionales Siegel tragen, da auch mal nachfragen. Leute haben mir auch erzählt, dass sie ihren Baum immer beim Bauern um die Ecke gekauft haben und auch dachten, dass der von dort kommt. Dann irgendwann mal nachgefragt haben und festgestellt haben, dass der die auch auf dem Großmarkt kauft, weil der gar nicht so viele bei sich hat, die er pflanzen kann. Also lieber da nochmal nachfragen und schauen. Es gibt aber auch Wälder, wo man Bäume selber schlagen darf. Und dann gibt es auch noch Fair Trees, die teilweise auch in den Baumärkten verkauft werden, die auch ökologischer und fairer produziert werden. Und ich verlinke euch unten eine Liste. Es gibt nämlich von Robin Wood jedes Jahr eine Liste mit Verkaufsstellen, wo ihr diese Bäume denn findet. Vielleicht ist da ja eine in eurer Nähe dabei. Man kann auch immer mal Bäume leihen bzw. sich seinen Weihnachtsbaum selber ziehen im Topf. Ihr müsst nur wirklich gut darauf achten, dass dieser Baum auch im Topf gezüchtet wurde. Es gibt nämlich auch einige Unternehmen, die die Bäume dann ausgraben und das Wurzelwerk dabei natürlich total beschneiden. Und dann bringt es auch nichts, dass die Bäume im Topf stehen, weil sie dann nicht ausgepflanzt werden können bzw. das gar nicht überleben und ziemlich schnell eingehen und vertrocknen. Also da auf jeden Fall darauf achten. Das sieht man unter anderem auch, wenn oben auf dem Topf eben so Moos und sowas ist und das nicht so richtig frisch aussieht. Oder ihr pflanzt natürlich selber einen im Topf, den ihr dann im Garten oder so stehen habt und den könnt ihr dann zu Weihnachten reinholen. Es gibt da ein paar Sachen zu beachten, um den Baum eben langsam an die warmen Temperaturen, im Haus zu gewöhnen und dann auch wieder zurück. Aber an sich ist es auch eine gute Sache. Dann gibt es natürlich auch noch wiederverwendbare Bäume, zum Beispiel die klassische Plastiktanne. Da werde ich auch ganz oft gefragt, ob die denn nachhaltiger ist als ein echter Baum. Es kommt ein bisschen drauf an. Diese Bäume kommen natürlich auch oft aus Fernost, werden dort unter nicht so besonders guten Sozial- und Umweltstandards hergestellt und müssen natürlich auch transportiert werden. Also so ein Baum muss man wirklich lange benutzen, je nach Quelle mindestens 6 Jahre. Manche gehen auch von 20 Jahren aus, bis die Emissionen tatsächlich ausgeglichen sind. Einem neuen Baum versus einem Plastikbaum. Wenn ihr also einen habt, der schon Ewigkeiten bei euch im Keller steht oder den eure Mutter oder eure Oma schon benutzt habt, dann ist das natürlich kein Problem. Falls ihr mal einen neuen Plastikbaum kaufen wollen würdet, würde ich eher schauen, ob ich den gebraucht bekomme. Und falls ihr einen habt, den ihr aber nicht mehr möchtet, dann den auch weitergeben oder weiterverkaufen bei eBay Kleinanzeigen oder so, damit der wirklich möglichst lange benutzt wird, weil dann werden natürlich die Emissionen auch weniger. Man kann sich aber Weihnachtsbäume auch selber bauen. Es gibt da wirklich sehr schöne Optionen, wo man zum Beispiel einfach einen Stab in der Mitte hat und dann unterschiedlich große Hölzer gestapelt werden. Und das sieht dann auch sehr, sehr schön aus wie ein Baum, kann auch toll dekoriert werden. Es gibt Möglichkeiten zum an die Wand hängen, die dann so ein bisschen dreieckig sind, auch mit Ästen oder mit anderen Dingen. Ich habe auch gesehen, dass jemand sich aus Büchern einen Baum gebaut hat. Also da könnt ihr wirklich sehr kreativ sein. Da gibt es ganz, ganz viele Inspirationen dazu. Und eine Möglichkeit gibt es auch noch, das ist der Kainachtsbaum. Das ist auch wie so eine Stange in der Mitte. Und dann kann man da aber frisches Tannengrün dran stecken. Da muss man natürlich auch wieder drauf achten, wo das herkommt. Dass es vielleicht wirklich von Bäumen aus der Region, aus einem Waldbetrieb vielleicht ist, also da dann auch noch drauf achten. Aber ansonsten hat man dann quasi einen Baum aus Ästen, die unten vielleicht von einem Baum abgeschnitten wurden oder sowas. Aber es musste nicht extra ein Baum gefällt werden und es sieht trotzdem exakt aus wie eine echte Tanne. Das ist vielleicht für manche auch noch eine schöne Alternative.
Kommen wir zu den Kerzen. Die gehören ja auch generell zu der kalten Jahreszeit auf jeden Fall dazu, bei manchen Menschen natürlich auch das ganze Jahr. Und das Problem ist, dass die klassischen Kerzen meistens aus Paraffin bestehen. Das ist ein Produkt aus Erdöl. Und die Folgen von diesem weltweiten Erdölabbau sind natürlich für die Umwelt und alle Lebewesen eine absolute Katastrophe. Zudem ist Erdöl auch ein endliches Produkt. Das heißt, man kann Kerzen oder Dinge aus Plastik oder aus Erdöl niemals nachhaltig herstellen. Beim Thema Nachhaltigkeit reden wir ja oft davon, dass wir von den fossilen Brennstoffen einfach weg müssen. Und das kann natürlich auch im Kleinen bei einer Kerze oder einem Teelicht anfangen. Dann gibt es auch noch Kerzen aus Stearin, die können aus pflanzlichen oder tierischen Rohstoffen bestehen. Ganz, ganz oft, wenn es pflanzlich ist, dann ist es leider Palmöl. Manchmal kann es auch Kokosöl oder Rapswachs bzw. auch Rindertalg sein. Wenn es nicht genau draufsteht, dann musst du davon ausgehen, dass es eine Palmölkerze ist. Es gibt auch einige Palmölkerzen aus nachhaltig angebautem Palmöl. Grundsätzlich ist der Anbau davon aber eher schädlich bzw. wird dafür auch heute noch Regenwald abgeholzt. Daher da unbedingt aufpassen und genau gucken. Dann gibt es natürlich auch noch Bienenwachskerzen. Das ist ja auf jeden Fall erstmal ein Naturprodukt. Allerdings ist es auch ein bisschen teurer, was aber auch berechtigt ist, denn dieses Wachs wird in kleinen Plättchen von den Bienen ausgeschieden und für ein Kilogramm Wachs braucht es 1,2 Millionen von diesen Plättchen. Das ist die Jahresproduktion eines Bienenvolkes. Daher sollte man damit auf jeden Fall auch sehr sparsam umgehen. Es gibt auch gar nicht genug Wachs, damit alle Menschen Bienenwachskerzen kaufen könnten. Auch nach Deutschland wird viel importiert, weil das hier gar nicht reicht. Also da wirklich sparsam mit umgehen, wenn man es kaufen möchte und das sehr zu schätzen wissen. Eine Alternative sind zum Beispiel Kerzen aus Biomasse. Die bestehen aus pflanzlichen regionalen Fetten, meistens auch zum Teil aus recycelten Fetten aus der Lebensmittelindustrie. Aber keine Sorge, das stinkt dann nicht irgendwie nach altem Frittierfett oder sowas. Das brennt komplett geruchsfrei ab. Ich habe davon auch zum Beispiel Teelichter. Die sind auch meistens ohne diese Aluhülle, wie ihr hier seht. Ich bin damit eigentlich immer sehr zufrieden. Die brennen manchmal je nach Charge ein bisschen schlechter als Paraffinkerzen. Der Trick ist, dass man die nicht zu oft auspusten darf. Also am besten nur ein oder zweimal und ansonsten einfach brennen lassen. Dann sind das Topkerzen und die brennen auch fast restlos ab. Wenn man sie nur 5 Minuten oder so anmachen will, dann sind das nicht die richtigen Kerzen. Dann gibt es noch Raps- oder Sojawachskerzen, das ist auch eine ziemlich gute Alternative. Die bestehen entweder aus reinem Raps- oder Sojawachs. Da müsst ihr auf jeden Fall sehr genau drauf achten, wenn ihr die kaufen wollt. Es gab zum Beispiel bei Rossmann mal Rapskerzen und da gab es dann richtig Ärger, weil die zu 30% aus entweder Paraffin oder Stearin bestanden. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber da muss wirklich 100% draufstehen, sonst wäre ich da sehr vorsichtig. Die sind leider meistens ein bisschen teurer. Aber sie sind auf jeden Fall sehr hübsch. Sie sehen ganz normal aus wie Kerzen, brennen sehr gut. Und was auch noch ganz cool ist, ist darauf zu achten, dass die Gentechnik frei sind. Das ist auch noch cool. Und zu Kerzen noch ein Hinweis. Es macht immer Sinn, wenn die nicht komplett abbrennen, den überschüssigen Wachs aufzuheben. Daraus kann man nämlich zum Beispiel entweder selber neue Kerzen gießen mit einem bisschen Docht oder so und das dann noch aufbrauchen. Oder manchmal sammeln auch Schulen oder andere Unternehmen das Wachs, um es selber zu verwenden. Da könnt ihr das natürlich auch abgeben und dann muss man es nicht wegschmeißen. Ich verlinke euch gerne unten auch mal einen Shop, wo ihr diese Rapskerzen und auch die kleinen Biomasse-Teelichter bekommen könnt. Und zu guter Letzt noch ein paar Worte zu Geschenkpapier und ein paar Alternativen dazu. Denn Geschenkpapier ist echt ein Müllproblem. Wir verbrauchen in Deutschland im Jahr 8000 Tonnen davon. Und das Problem ist, dass viele Geschenkpapiere gar nicht wirklich aus Papier sind und daher auch nicht gut recycelbar sind, weil zum Beispiel oft eine Kunststoffschicht noch drauf ist oder Glitzer oder sowas. Und dieses Papier kann dann nicht recycelt werden, sondern wird meistens auch einfach verbrannt. Wenn es also unbedingt Geschenkpapier sein soll, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass es reines Papier ist oder auch Ökopapier, recyceltes Papier. Da gibt es ja verschiedene Siegel, wo ihr auf der Verpackung von dieser Rolle einfach gucken könnt, was da drauf steht. Ansonsten eignet sich aber auch Zeitungspapier oder wie hier so ein Kalenderblatt zum Beispiel dafür, wo ein schönes Bild drauf ist und einfach eine kleine Schleife. Das kann natürlich auch ein anderes Band sein. Damit kann man auch sehr hübsch ein Geschenk verpacken und Papier nehmen, was man halt schon hatte, was man nicht kaufen muss und was man sonst auch nur hätte wegschmeißen müssen.
Geschenke kann man aber auch in Tücher einpacken, wie jetzt dieses hier. Ihr findet da online ganz viele Anleitungen. Diese Technik nennt sich Furoshiki und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, je nach Form des Geschenks, wie ihr das einpacken könnt. Und die Tücher kann man dann entweder mit verschenken oder man spricht halt einfach mit den Leuten ab, dass sie das Tuch entweder selber wieder als Geschenkpapier verwenden im nächsten Jahr oder dass man es einfach zurückbekommt und es selber wieder benutzt, weil Geschenkpapier muss ja auch nicht unbedingt ein Geschenk sein. Oder wenn es irgendwie was Kleineres ist oder ihr das mit den Tüchern nicht so schön findet, gibt es auch Geschenkbeutel. Die können auch sehr, sehr hübsch aussehen, wie dieses hier. Gibt aber auch unterschiedliche Muster. Diese haben zum Beispiel auch innen nochmal ein anderes Muster. Also man kann die wenden. Und da kann man auch kleinere Sachen einpacken oder Sachen, die sich vielleicht schwieriger einpacken lassen und hat trotzdem ein super schönes Geschenk. Und wie bei den Tüchern kann man hier auch absprechen, was damit dann passiert, ob es weiter benutzt wird oder ob die Person es einfach behält und selber nochmal nutzt. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen oder weitere Ideen, schreibt die super gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch frohe Weihnachten und wir sehen uns dann nächsten Sonntag erst wieder. Tschüssi, macht's gut.